Das nächste Projekt nennt sich Packtrack und hat sich der Paketverfolgung verschrieben. Und mit dabei waren Felix, Jan, Yannick und August. Ja, genau. Hallo. Also wir sind von Packtrack und wir haben uns halt eben gesehen, es gibt super viele Probleme mit Lieferungsdiensten und eigentlich das größte Problem ist, dass es super viele Anbieter gibt. Also und wenn man dann eben sein Paket tracken möchte, man möchte wissen, wo sein Paket ist, dann ist eben das Problem, dass man für die ganzen verschiedenen Anbieter auch noch unterschiedliche Websites hat oder eben unterschiedliche Apps. Und wenn man sich dann auch noch anmelden muss, dann vergisst man die Passwörter und das ist einfach nur super nervig. Genau. Und dadurch, dass man eben nicht weiß, wo sein Paket ist, gibt es dann wahrscheinlich verschiedene nicht erfolgreiche Zustellungen und dadurch wird halt Geld, Zeit und es wird auch irgendwie, es werden Emissionen frei, die eigentlich nicht nötig sind. Ja. Ja, genau, deswegen ist unsere Lösung, wir haben eine Website erstellt mit anbieterübergreifendem Pakettracking und die ist hauptsächlich für mobil, also für unterwegs gedacht oder halt auch fürs Zuhause, um auf dem Handy zu gucken, aber man kann es so auch auf dem Handy benutzen, auf dem Handy sag ich schon, auf dem PC. Ja, genau, und es ist egal, wo man bestellt hat, die Webseite erkennt automatisch, ob man, ja, wo man halt bestellt hat und wenn, ja. Genau, und wenn nicht, dann wird halt eine Fehlermeldung angezeigt. Ja, ich erkläre kurz anhand dieser Grafik, wie die Webseite funktioniert. Und zwar wird auf der Webseite der Sendungscode oder der Tracking-Code angegeben und im Hintergrund werden dann die Daten über die Schnittstellen der Lieferdienste abgefragt und die Daten, die dann passen zu einem Lieferdienst, werden dann auf der Webseite dargestellt. Dies wird euch noch demonstriert von Jan. Ja, ich bin übrigens Jan, hallo, auch von meiner Seite aus. Und jetzt haben wir hier die Webseite Packtrack in einer relativ frühen Version noch. Und hier ist auch schon eine Sendungsnummer im Feld eingegeben. Und mit dem Button Suchen erkennt das Programm automatisch, zu welchem Lieferdienst die Nummer gehört, in dem Fall DHL. Man hat auch eben einen kurzen Ladebildschirm gesehen und hier ist jetzt der detaillierte Sendungsverlauf auch automatisch erkannt worden. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war PackTrack. Wer ärgert sich nicht, wenn man Ewigkeiten auf ein Paket wartet und feststellt, es hat dann doch drei Ehrenrunden in Neustrelitz im Paketverteilerzentrum gedreht? Aber Packtrack will dagegen ankämpfen und uns Erste-Hand-Informationen zu allen möglichen Paketlieferdiensten liefern. Ja, die Frage, das war ja toll erklärt, man gibt da seine Nummer ein und dann wird das automatisch erkannt, zu welchem Dienstleister das gehört. Was ist denn die Magic dahinter bei euch? Ja, am besten erklärt uns das Ben, weil er so ziemlich der Kopf hinter dem Programmierzeug war. Ja, also die meisten Lieferdienste haben ein bestimmtes Format von Sendungsnummern und daran wird das dann erkannt. Wunderbar. Also ihr passt dann die Nummern fleißig aus und dann wissen wir, was waren denn so die größten Herausforderungen? Ihr stellt das ja alles wunderbar dar, eure ganzen Lieferanten, wir haben gerade DHL haben wir gerade gesehen. Gab es da unterschiedliche Schwierigkeiten, wenn ihr eine Hermes-Nummer, eine DPD-Nummer oder eine DHL-Nummer angefragt habt und habt ihr da unterschiedliche Informationen bekommen? Ja, erstmal haben wir unterschiedliche Informationen bekommen und die meisten Lieferdienste, ja, hatten einen Schutz, dass man nicht darauf zugreifen konnte und dafür mussten wir dann erstmal einen Entwickler-Account auf der Webseite von denen machen, um überhaupt daran zu kommen. Ja. Gut, das ist also ein Problem, das ist also keine triviale Lösung, die hier erstellt wurde und dann danke ich euch auf jeden Fall für eure Einblicke und nochmal einen herzlichen Applaus.